Hey Mann, du bist da draußen, ich bin's Jan von Buddies United und die neue Bundesliga-Saison hat bereits begonnen und die ersten Spiele wurden gespielt und wie auch die letzten Jahre gibt es dieses Jahr natürlich auch wieder Match-Attacks von Tops. Die werden in den nächsten Wochen erscheinen, vielleicht wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche, gehe ich von aus. Und Tops war so nett und hat uns bereits die ersten Päckchen geschickt und heute öffne ich 5 10er-Päckchen der neuen Match-Attacks-Karten. Ich habe ja bereits auf Instagram oder auch ich habe auch schon ein News-Video hier auf YouTube hochgeladen, wo ich euch einiges über die Serie gesagt habe. So sehen die Päckchen aus, das werde ich euch gleich in der anderen Kameraansicht auch nochmal besser zeigen. Schaut auch auf Instagram vorbei, da werden wir jetzt jeden Tag einen neuen Spieler, also erst die Rückseiten nur zeigen und ein paar so Hinweise und dann könnt ihr raten, wer es ist und dann decken wir auf und dann seht ihr zum ersten Mal die neuen Karten mit neuen Spielerwerten und das sind dann auch Karten, die wir nicht im Pack Opening ziehen, sonst wäre es ein bisschen einfach, die zu erraten natürlich, aber ja, wir öffnen heute 5 Päckchen und ja, da will ich nicht mehr viel darüber reden. Ich hoffe, wir bekommen die ersten guten Sonderkarten und Karten. Es gibt ja einige neue Karten, das werde ich euch gleich zeigen. Und ja, falls ihr neu seid, abonniert nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der anderen Kameraansicht. Viel Spaß beim Video. So, da haben wir also unsere 5 Päckchen nochmal in der anderen Kameraansicht. Und dann schauen wir uns auch gleich mal das Pack-Design an. Dieses Mal so halt nicht mehr so zur Seite, sondern so hochkant. Das habe ich ja euch auch schon im News-Video gesagt gehabt. 10 Karten sind in diesen Päckchen drin, 2016 und 17, hier steht es nochmal. Also wieder das rote Design mit Kevin Volland, der ist bei Leverkusen. Dahoud, Kalou, Verhaek, Reus und Hövedes. Und von hinten sieht das Ganze auch so aus wie sonst auch. Und was gibt es denn für Insatz drinne? Ich weiß nicht, ob man es gut bei euch erkennt, aber ich lese auf jeden Fall bevor. 460 Sammelkarten gibt es insgesamt. Dann Clubkarten an jedem Päckchen, Starspielkarten jedem 3,75, Kapitänkarten jedem 3,75, Matchwinner oder Hattrickhelden jedem 2,4. Pack und Club 100 Karten jedem 30. Pack. Außerdem auch limitierte Karten in Gold, Silber und Bronze 83, 187 und 375. Päckchen. Und ja, dann öffne ich doch gleich mal das erste Päckchen. Was ich richtig geil finde, das muss ich von Anfang an sagen, das werdet ihr auch gleich sehen. Es gibt endlich auch Pro 11 Karten in Deutschland. Die gab es ja bereits in England die letzten beiden Jahre, glaube ich. Ich muss mal schauen, dass... oh, hier sehe ich schon die erste Glitzerkarte. Ich leg... Ups. Da war noch eine Basecard dazwischen. Ich will halt nicht zu viel zeigen. Und hier ist es also. Hier, das habe ich eben gemeint. Pro 11. Jetzt online exklusiv Pro 11 Karten gewinnen. Und dann sind ein paar Beispiele drauf. Unter anderem mit ja, Grifo, Adler, Vidal, Drech, Usami und letztes ist Niemeyer, glaube ich. Müsste sein von Darmstadt. Und dann auf der anderen Seite. Ich halte mal den Code zu. Matchdays Live steht da, dann ist dann so Code drauf. Und ja, dann kommen wir zu den Karten. Hier seht ihr bereits die Rückseiten. So sehen die also von hinten aus, finde ich eigentlich sehr stark. Hier mit dem Club-Logo, Mittelfeld, also Position und auch der Name, Vereinsname steht nochmal drauf. Bundesliga-Logo, topsfußball.de, Tops. Und ja, wir werden das jetzt mal so ganz einfach so machen, dass wir dann Karte pro Karte zeigen, weil es nun mal die ersten Karten sind, die wir hier euch zeigen können. Also Zweitliga ist auch wieder dabei, hier mit St. Pauli, Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann, 58, 63 und sie haben es auch geändert. Hier gibt es nicht mehr die Werte wie sozusagen so richtige Statistiken, diese Werte wie Geschwindigkeit und so in km/h, sondern es gibt jetzt Kopfball, Tackling, Pass, Technik, Speed und Schusswerte. Und ja, also finde ich richtig nice Karte. Abwehrangriff, hier die ganzen Werte, der Name, Vereinslogo, Spieler natürlich, Kundenposition, dieser fiktive Marktwert und die Sternebewertung und nochmal Tops und die Kartennummer 441 hat er. Dann Darmstadt,
Abwehrspieler haben wir Fedetski. Dann Bayern Abwehrspieler, das könnte schon großer sein. Es ist Bernard mit 82. Also was sagt ihr eigentlich zu diesem Kartendesign? Ich finde es eigentlich richtig stark. Unterscheidet sich schon von den in den vergangenen Jahren ein bisschen mehr so dunkler. Aber das finde ich eigentlich ganz stark. Dann haben wir hier Wendell, auch 80er Bewertung dieses Jahr von Bayern für Leverkusen. Dann haben wir Aufsteiger Leipzig, Mittelfeldspieler. Jetzt ist sogar Neuzugang. Hier Kaiter 66, 68, Kamera ist kurz ausgegangen, tut mir leid. Hier Allrounder ist es. Hier gibt es manche, die der Name ist ein Gold und hier steht was in Golden an der Seite, finde ich eigentlich mega stark. 10 aber, soweit ich weiß, als Basekarten. Dann haben wir hier Prip von Hannover. Von Köln haben wir hier Marcel Risse. Und als letztes auch von Wolfsburg haben wir Virinha mit 74. Starker Wert. Und jetzt kommen wir zu den Special Karten und dann haben wir hier als erstes das Club-Logo, was es ja in jedem Päckchen anscheinend gibt. Und schaut euch diesen Effekt an, diesen Lichteffekt. Richtig, richtig nice. Hannover 96 hier. Und von hinten sieht das Ganze so aus. Das sind so Statistiken. Und was ist die andere Special Karte? Es ist unser erster Match-Winner. Und es ist Jahrstein von Hertha BSC Berlin und schaut euch das an, 96 Verteidigung, richtig starker Wert, in golden, goldener Hintergrund, also orange-goldener, würde ich mal sagen, oder vielleicht ein bisschen mehr orange-gelb, aber auf jeden Fall starke Werte hier, 96 Verteidigung, richtig, richtig stark, Torhüter, alles Schrift, Match, wenn er steht hier an der Seite, und ja, Sterne sind auch in Gold, richtig nice. Die erste richtig starke Karte und jetzt will ich mal das zweite Päckchen ein bisschen schneller durchbringen. Hier haben wir die Special Karte, ist Hoffenheim Logo, dann ist hier noch eine Special Karte drin. Also bisher hatte ich nur, also gehe ich mal von aus, dass da noch eine Special Karte ist. Und dann hier Pro 11 lege ich wieder zurück und dann gehen wir jetzt mal hier die Karten durch. Dann haben wir Gojko Kacza, dann Gebre Selassie von Werder Bremen. Raphael Torjägerkarte, 84 Angriff, richtig, richtig starke Karte. Dann haben wir Goretzka von Schalke mit 78 Verteidigung. Dann haben wir Branimir Hrgota von unserem Lieblingsclub Eintracht Frankfurt, 52 Angriff. Neuzugang von Borussia Mönchengladbach. Okay, also ich fand die ersten Partien hat er auf jeden Fall viel deutlich besser gespielt als die 52. Bin ich ein bisschen enttäuscht von der Bewertung. Besonders weil ich natürlich Fan bin von Eintracht Frankfurt und naja, ein paar 60 hätte er glaube ich schon verdient gehabt, aber naja, dann haben wir GD von Aufsteiger Freiburg, Jairo Sampirio, 71 starker Wert von Mainzer und dann haben wir neuer Transfer, Daniel Didavi von Wolfsburg, 81 Angriff und jetzt kommen wir also hier, Hoffenheim Logo, die Logos sind richtig, richtig stark, finde ich. Und dann Special Karte Mittelfeldspieler von Leverkusen ist Kapitänskarte Lars Bender mit 80 Verteidigung. Hier sieht eigentlich auch ziemlich nice aus. Hier Kapitänskarte Lars Bender. Drittes Päckchen. Also wenn wir heute den Club 100 ziehen würden, das wäre auf jeden Fall unglaublich stark. So, machen wir mit dem Basekarten, fangen wieder an. Da haben wir jetzt von Sandhausen, Kulowitz. Dann haben wir Kostic, der neue Hamburger, 73 Angriff. Dann haben wir Wittek von 1860 München. Erwin Hoffer vom KSC, hier ist anscheinend ein Zweitliga-Pack. Roman Bürki, 87 hat er dieses Jahr. Die Torhüter sind anscheinend wirklich extrem stark bewertet. 87, Jahrstein hat die 96, deswegen gehe ich davon aus, dass er mindestens auf jeden Fall eine 82er Bewertung hat. Als Basekarte dann haben wir Coman vom FC Bayern mit 79 Angriff. Dann Benjamin Hübner von Hoffenheim, Neuzugang von Ingolstadt kam er ja 69. Und dann noch ein Hoffenheimer Neuzugang. Es ist Sandro Wagner, hat 78 Angriff bekommen als Torjägerkarte. Dann haben wir wieder das Club-Logo, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Zweitligist Erzgebirge Aue.
Und hier hinten, also wie gesagt, sind hier so Informationen, Stadionname, die Kapazität, der Kapitän und dann halt die Platzierung vom letzten Jahr hier. Aue ist ja aufgestiegen, hier zweiter Platz in der dritten Liga. Alle möglichen Statistiken, ist auf jeden Fall richtig nice. Und dann die andere Special-Karte ist Mittelfeldspieler von Werder Bremen. Es ist Matchwinner Bargfrede mit 83 Verteidigung. Und ja, also ich bin wirklich überzeugt, dass diese Karten, also was, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, diese Karten sehen auf jeden Fall richtig, richtig stark aus, auch diese Matchwinner. Ich habe auch schon ein paar Bilder von Hattrick-Helden gesehen und so, und die sind auch nochmal, auch wirklich gut gelungen. So, zwei Special-Karten sind, also ich finde es stark, dass hier immer zwei Special-Karten drin sind. Ich weiß nicht, ob es wirklich dann immer so ist oder ob wir einfach nur Glück haben, aber anscheinend gibt es wirklich in jedem Päckchen zwei Special-Karten. Haben wir also jetzt Philipp Max von Augsburg, Krillic von Werder Bremen, Toni Janschke 274. Das ist eine Taktikkarte, Fallrückzieher. Hier das Bild sieht auf jeden Fall gar nicht schlecht aus. Und was steht da? Du triffst per Fallrückzieher, erhöhe den Wert deines Spiels um plus 5. Und dann hier plus 5, plus 5 halt für Spiel. Hier hinten Taktikkarte, Bundesliga-Logo. Dann haben wir hier Marco Fabian von Eintracht Frankfurt. Also Eintracht Frankfurt-Spieler anscheinend sehr schlecht gewertet. Hier letztes Jahr bei den Matchlist Extra hat er, glaube ich, noch eine 78er Bewertung gehabt. Rückrunde war ja nicht so stark. Jetzt diese Saison, das letzte Spiel gegen Leverkusen, hatte gegen Leverkusen richtig stark gespielt wieder. Dann haben wir hier Neumann von Aufsteiger Würzburg, dann Fabian Frei von Mainz und Valentin Stocker von Hertha BSC Berlin. Dann haben wir die Logokarte dieses Päckchens, ist vom HSV. Und dann die andere Special-Karte, Abwehrspieler von Ingolstadt, ist Starspieler Suttner. 74 Verteidigung hier vom FC Ingolstadt. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Päckchen dieses Videos. Eines von sehr, sehr vielen Pack-Openings, was dieses Jahr kommen wird. Das kann ich euch versprechen. So, die Special-Karten wieder weg. Und dann Base-Karten haben wir als erstes. Jonathan Tah, 79 Verteidigung, stark, der junge Abwehrspieler. Dann von Borussia Dortmund, Sokratis, auch 79. Diagne von Bremen. Dann wieder Sandro Wagner. Guillermo Varela von Eintracht Frankfurt, 64 Verteidigung. Höfler von Freiburg, 69 Verteidigung. Salomon Kalou, Torjäger, 82 Angriff, starker Wert. Und Gübamin. Ich weiß, wer er ist. Ich kenne den Spieler, aber ich weiß wirklich nicht, wie man ihn ausspricht. Aber 65 Verteidigungswert. Ist okay. Dann haben wir das Logo von Dynamo Dresden hier. Und die letzte Special-Karte von diesem Video ist Mittelfeldspieler von Mainz 05 und ist Starspieler Clemens mit 75 Angriff. Also auch wirklich cool. Also das war's auch schon mit den Päckchen für heute. Die Clubkarten, finde ich, sehen auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Aber auch die Matchwinner sehen wirklich sehr, sehr gelungen aus. Hier sind die fünf Club-Logos und besonders hier im Licht. Boah, das ist einfach nur krass. Ich hoffe, auf der Kamera sieht man das gut. Beziehungsweise ich glaube, in der Kamera sieht es sogar noch ein bisschen besser aus als in echt. Aber auf jeden Fall, das ist krass, dann noch zwei Matchwinner bekommen und noch ein paar Starspieler. Auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und ja, nochmal vielen Dank an Tops, die uns diese Päckchen geschickt haben. Wir haben tatsächlich auch noch ein paar hier liegen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr einfach vielleicht ein Pack-Opening sehen wollt oder ob wir vielleicht auch ein Pack-War-Video schon drehen sollen. Oder schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr generell von diesen Karten denkt. Und wie gesagt, schaut auf Instagram vorbei, da werden wir jetzt jeden Tag täglich neue Karten euch zeigen mit neuen Spielerwerten. Und ja, dann war es das eigentlich schon. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Buddies United. Ciao. Yeah.